Meine Damen und Herren, wir stehen hier, nachdem wir im März diese herrlichen Bäume begraben mussten. Es war ein trauriger Moment. 60 Bäume zu Unrecht gefällt für eine unsinnige Lichtwiesenbahn, die keiner haben möchte. Nun stehen wir da. Wir feiern heute, dass eine Neupflanzung erfolgte. Nach der Begräbnisrede gab es Wiederauferstehung. Nun stehen wir da und wir dürfen beglücken diesen edlen Mann, der diese Bäume gepflanzt hat, mit Bürgern der Stadt Darmstadt zusammen. Es waren viele da mittlerweile. Ja? Ich verlese jetzt die Urkunde. Zunächst in Latein die Donatio. In nomine sidium qui magna cum industria pedosque multas abores novas inserverunt ut companserverint exidium gladiosum urbis magistri per construere peridiam magni breti et maxime in untulem hodie universitati technicae pas abores Muneri dopetiens earum probiam curam. Was so viel heißt. Im Namen der Bürger, die mit großem Eifer und Engagement viele neue Bäume gepflanzt haben, um die schändliche Zerstörung des Oberbürgermeisters zum Bau einer überteuerten und völlig unnützen Straßenbahn zu kompensieren, übertrage ich heute diese Bäume der Technischen Universität als Geschenk und bitte um deren achtsame Pflege. Nun erfolgt der Ritterschlag. Knie bitte nieder. Andre Munzero, Viro, Audacissimo, Seduloque, Adaboris, Novas Inserendum, Etriendum, Ut Commoserverint, Exidium, Flagitiosum, Urbis Magistri, per Concere, Feribiam, Magni preti et maxim entutulem, potie dignatem brati lusis egestrim viridem confero. Was so viel heißt. Herrn Andreas Munzer, der mit großem Eifer und Engagement viele neue Bäume gepflanzt hat, um die schändliche Zerstörung des Oberbürgermeisters zum Bau einer überteuerten und völlig unnützen Straßenbahn zu kompensieren, verleihe ich heute die Würde eines grünen Ritters der Lichtwiese. Herr Hedig. Ja, danke schön. Verliehen werden, dass er sich auch ein Leben lang daran erinnern kann, an diese Tat, die er vollbracht hat. Wir stehen hier, wir freuen uns an den Bäumen. Mögen sie stark werden und erzählen von dieser Tat, von den Taten der Bürger, die sich erfolgreich wehren konnten gegen diesen unsinnigen Bahnstraßenbahnbau. Mögen sie stark werden, mögen sie groß werden. Darauf ein Prost. Vielen Dank. Erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl aller.
Sagen? Ja. Was liegt Ihnen auf den Lippen? Ich möchte mich recht herzlich bedanken für das Vertrauen aller und vor allen Dingen diejenigen, die mit viel, viel Eifer auch mitgeholfen haben, weil es nicht nur allein meine Sache ist, sondern eigentlich eine Sache, die alle angeht, die hier da sind. So, und deswegen gut. Ich bin geehrt worden, ich finde es auch ganz super toll, aber ich möchte eben die Leute nicht vergessen, die eben mit dazu beigetragen haben, dass es so gut geklappt hat. Danke. Das ist würdig gesprochen. Ja. Dafür danken wir. Tschüss. Hätte, schenkt er uns jetzt einen wunderschönen Regen. Und genau. Ich danke Ihnen. Morgen ist es Wetter. Genau.